Und heute kopiere ich in Roblox Brookhaven die Outfits von anderen Spielern und schau, wie sie reagieren. Wenn ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann suchen wir mal unseren ersten Spieler. Ich glaube, nee, gut, der im Auto ist jetzt schon weg. Da hinten stehen aber ein paar Leute rum. Das heißt, vielleicht finden wir da unseren ersten Kandidaten. Perfekt. Okay, wir haben hier ein Mädchen im Rollstuhl. Okay, wir haben ein Foto, das heißt, die muss ich jetzt auch nicht mehr bewegen und ich kann die einfach nachbauen. Wir brauchen hier, einmal muss ich meinen Kopf ausziehen, weil der macht sonst keinen Sinn. Dann brauchen wir das gleiche Gesicht. Das ist hier perfekt, das ist relativ weit oben. Der kleine Drache und unser Outfit ist komplett. Das heißt, wir setzen uns jetzt erstmal hier neben das Mädchen. Ich habe noch nicht meine kleine Maske über dem Kopf. Perfekt, wir haben das Outfit kopiert. Oh nein, das Mädchen ist weg. Wo ist sie? Ah, da ist sie. Hey, vielleicht reagiert sie. Geh nicht weg. Das Mädchen rennt weg von mir. Oh nein. Ich glaube, das Rollstuhlmädchen klaut irgendjemanden und entführt wen. Bis jetzt läuft es nicht gut. Oh mein Gott, die ist jetzt im Gefängnis? Nein, sie hat den anderen ins Gefängnis gesteckt. Okay, das heißt, ihr scheint es wirklich egal zu sein, dass ich sie nachgemacht habe. Das ist ein bisschen schade, aber wir finden sicher noch eine Reaktion. Dann kopieren wir halt das andere Mädchen, was jetzt hier neben mir steht mit den Security-Männern. Okay, die sitzt jetzt da oben irgendwie auf ihrer Leiter und hat ihre Leute dabei. Ich habe ein wunderschönes Foto gemacht, das kann ich euch hier einblenden. Okay, ich glaube, wir haben das Outfit, wir haben die komische Maske, die komische Krone. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Gucken wir mal, ob sie da eine Reaktion hat. Oh ja, da ist jemand. So, wir müssen sie irgendwie auf uns aufmerksam machen. Hey, du hast mein Outfit gestohlen. Oh mein Gott, warum glitscht die so komisch an der Dings rum? Was ist das? Warum liegt sie so tot da? Und sie schreibt mit mir, Fake. Sie liegt jetzt hier irgendwo im Dunkeln. Ich sag nein, ich bin echt, okay? Ich versuche sie dazu zu bringen, ihr Outfit zu ändern. Damit sie irgendwann ein anderes Outfit hat und ich das auch noch kopieren kann. Das ist jetzt mein großer Plan. Sie sagt nein, okay? Sie scheint sich hier wirklich gar nicht überzeugen zu lassen. Dann antworte ich ihr mal. Änder dein Outfit. Ich hatte es zuerst. Nicht, dass das stimmt oder dass ich mich jemals so komisch anziehen würde, aber I guess, das ist jetzt halt, was ich habe. Oh, okay. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen und du, ich hasse dich. Oh, okay, alles klar. Aber da hat sie mit dem Präsidenten gesprochen, weil sie ihre kleinen Security-Leute hat. Okay, kein Problem. Nein, der Präsident sagt, du bist gebannt. So, okay, versuchen wir mal. Sie hat ihr Handy noch draußen. Der andere Typ schreibt auch, keine Ahnung. Fake, sagt er nur. Fake, fake, fake. Wir versuchen sie immer noch dazu zu bringen, ihr Outfit zu ändern. Ende dein Outfit, sonst reporte ich dich zu Roblox, sage ich jetzt. Mein Gesicht ist cooler als deins. Wir haben das gleiche Gesicht. Er schreibt immer nur, ich hasse dich. Okay, okay, sie zieht sich um. Oh, sie hat sich jetzt ihre Haare ausgezogen und ist in der Army. Kein Problem, weil das können wir nachmachen. So, Haare aus, Gesicht aus und wir brauchen noch das kleine glückliche Gesicht. Okay, sie hat jetzt gerade geschrieben, ich mach dich tot. Stopp! Okay, so langsam kriegen wir das hin. So langsam reagieren die Leute auf unsere Outfits. Perfekt. Das hat am Anfang, habe ich gedacht, das geht schneller. Oh nein, ich bin gekidnappt! Okay, kein Problem, Cheetos. Geil, weil dein Outfit kopiere ich auch. Zack, das machen wir ganz einfach, weil der hat auch keine Haare auf. Okay, wir haben jetzt das Outfit von dem Cheetos Guy. Der hat sich auch nochmal seinen Pulli geändert. Der hat jetzt irgendwie diesen weirden Pulli und er hat keine Haare. So, dann gucken wir mal. Wir legen uns hier neben ihn und schauen, wie er reagiert, weil er hat uns ja auch entführt. Hi, Cheetos Guy. Wir sind jetzt Zwillinge, schreibe ich ihm. Oh, er sagt, hi, Cheetos Girl. Warum hast du keine Haare, fragen wir ihn mal. Ich sage, das ist eine legitime Frage, weil das wirkt nicht unbedingt... Oh mein Gott, die außenrum ziehen sich auch als Cheetos-Leute an. Der Kleine hier hat auch eine Cheetos-Hose. Hier liegt noch einer. Den sieht man hier. Wir liegen hier einfach rum. Er hat gesagt, das ist ein Zeichen und danach keine Ahnung, was da noch steht. Wer ist der Schatten? Okay. Er hat jetzt nochmal gesagt, Glatze gleich mein Männlichkeit. Ich glaube, er hatte Probleme mit dem Roblox-Chat.
Und der Schatten ist weggegangen. Der Schatten hat sich da hinten verkrümelt. Glatze nicht für Frau, schreibt er. Okay. Der Schatten ist zurück und er ist lila. Okay, wir machen uns auch mal lila und gucken, ob wir den Schatten kopieren können. Er schreibt jetzt hier Knoop. Ich habe versucht, mich zu fluchen. Okay, er mag nicht, dass wir ihn nachmachen. Ich glaube, er will Noob schreiben, aber ich glaube, er weiß nicht ganz, wie das geht. Also der lila Kerl hier. Alles klar, das heißt, wir suchen uns jetzt mal einen anderen, den wir nachmachen können. Oh, ich glaube, der flucht. Oh mein Gott, ich werde entführt. Ich werde entführt von dem kleinen lila Alien. Alles klar, ich glaube, er will mich ertränken. Nein, oh mein Gott! Was? Stopp! Oh, pff, das wollte ich nicht. Nein. Ich versuche hier. Der wollte mich in Tod nehmen. Oh mein Gott, okay. Da hinten ist auf jeden Fall jemand, die geht gerade zum Friedhof. Vielleicht erwischen wir die noch. Auf ihrem kleinen Hoverboard. Dann haben wir jemanden zum Nachmachen. Da ist nämlich jemand. Oh, die ist gerade ins Grab gehüpft. Oh, warte, im Grab sind noch. Da sind noch mehr Leute. Warum liegen hier drei Leute im Grab? Okay, ja. Der eine ist der Cheetos Guy. Der kleine Lilane kommt jetzt mit. Die hat auch ins Grab. Was ist denn das hier? So kann ich keinen nachmachen. Oh, hier ist jemand raus. Das Mädchen ist raus. Die hat euch gekidnappt. Oh, was sagt die? Wieso hast du uns entführt? Okay, ich denke, das ist hier unsere Prime Opportunity. Die sind deutsch. Die verstehen, was passiert. Der Backflip Guy. Backflip Guy, bleib stehen. Okay. Der eine hat sich jetzt ein bisschen von der Masse abgesondert und crawlt jetzt auf uns zu. Okay, lass uns schnell sein Outfit kopieren. Und nein, ich werde gekidnappt. Und gucken, was er sagt. Gut. Wir haben das Outfit jetzt erfolgreich kopiert. Das hat eine Weile gedauert, weil es nicht so einfach war, diesen komischen Tauchtank zu finden, weil ich nicht wusste, was er hat. Okay, draußen ist er am Schneien. Wir suchen jetzt unseren Kameraden. Gucken mal bei den Häusern. Oh, hier steht auf jeden Fall ein Motorrad. Ich glaube, die waren vorher zusammen unterwegs. Wir müssen hier bei Roblina 017 einbrechen. Aber da ist die Tür zu... Ah, warte. Ah! Okay, hier sind schon Leute eingebrochen. Dann müssen wir uns nur einmal klein machen und dann können wir uns mit dem Rucksack hier reinbaggen. Oh, da ist jemand. Oh, okay, da ist die mit dem Wagen. Oh mein Gott, warte, hier schreit jemand Hilfe. Unter Wasser. Oh mein Gott, ich ertrinke. Bist du im... Cool. Oh mein Gott, was? Ich habe keine Ahnung, ob das der Typ ist. Ich ertrinke, ich wurde entführt. What? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Hier hat jemanden in den Pool, gefangen. Jemand. Alles klar. Ich versuche dich zu befreien, sage ich zu dem geilen Pool. Oh mein Gott, hier ist auch der Typ mit dem roten Outfit angekommen. Der schreibt, hey, hi, wir müssen den im Pool retten. Okay, ich weiß nicht, ob er jetzt auf meiner Seite ist oder nicht, weil es scheint ihn nicht zu stören, dass ich das gleiche Outfit an habe. Ich glaube, vielleicht können wir, die hat den ja in diesem Wagen aus dem Pool, in den Pool geschmissen. Das heißt, wir können uns vielleicht auch einfach so einen Wagen geben und gucken, ob wir die irgendwie rausglitschen können. Weird, wieso kriege ich den nicht? Oh mein Gott, er schreibt, ich ertrinke. Oh, was? Nein, ich bin auch im Pool gefangen! Nein! Oh, ich glaube, ich bin gestorben. Oh mein Gott, ich wurde legit gerade im Pool. Oh, da sind auch die anderen Leute wieder. Okay, ich würde sagen, es ist eine semi-erfolgreiche Mission gewesen, aus dem Pool hier den Typen zu befreien. Der steht da hinten. Der schreibt Freiheit. Okay, wir machen uns mal wieder groß, um mit unserem Kollegen zu reden. Wieso bist du klein? Ich bin... Jetzt du. Der schreibt, hä, hast du dieselbe Kleidung? Ja, hab ich. Oh, er sagt, mach was anderes. Das ist meins. Nein, du. Er schreibt, wieso machst du das? Okay, ich denke, wir können uns das Outfit hier erkämpfen. Er sagt, na gut. Ich denke, das Argument, dass ich jemanden gerettet habe, war ganz gut, weil jetzt lässt er mich das Outfit behalten. Also darf ich das Outfit behalten, sage ich jetzt nochmal, um wirklich klarzustellen. Oh, er hat sich umgeändert, er zieht sich gerade um, er zieht sich so eine Maske an. Dann sage ich mal cool, weil das ist nett von ihm, dass er mich sein Outfit übernehmen lassen hat. Aber ist okay, ich ändere mich wieder zu meinem normalen Avatar. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder los, ich werde wieder entführt. Ich denke, das ist auch das Zeichen, dass es das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt in die Kommentare.
ob ihr wusstet, dass man Leute in seinem Hauspool einsperren kann, dass man die entführen kann und literally einfach den Pool zumachen kann. Das wusste ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Oh mein Gott, ich werde schon wieder gekidnappt. Stopp! Gut, drückt gerne auf das Video auf dem Screen. Dann kommt ihr zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!